ein Mann vom Stabsmusikkorps hat Sie unterrichtet im Trompetespielen. Das heißt, Sie haben die ganze Zeit mehr oder weniger nur Marschmusik gespielt. Nein, nein, das war ein sehr allumfassend gebildeter Musiker. Aber wenn man vom Militär kommt, irgendwie, dann ist natürlich irgendwie das Repertoire schon ganz eindeutig irgendwie auf Märsche und Blasmusik irgendwie ausgerichtet. Und das eignet sich aber streckenweise ganz gut für einen Anfänger. Der kann sich das ganz gut merken. Und ich meine, wenn wir eine Tradition in Deutschland haben, dann ist es die Marschtradition. Oh Gott, ja, aber wie schrecklich. Sie haben gerade gesagt, also Jazz haben die Nazis kaputt gemacht, verboten. Und stattdessen die ganze Zeit Marschmusik. Also um Gottes Willen. Das ist eben das Problem, ja, dass man doch irgendwie auf viele Dinge irgendwie stößt, die immer natürlich auch ein bisschen behaftet sind und negativ behaftet sind. Aber Märsche, auch wenn sie streckenweise ganz zwielichtig eingesetzt wurden, irgendwie, sind schon auch eine Kunst. Ich glaube übrigens, dass, und das ist, glaube ich, sogar nachgewiesen, dass wir in Deutschland irgendwie in der Dance-Szene, also in der DJ, in der Dance-Szene weltweit führend sind, weil dieses Four on the Floor, dieses Z, 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 dazu kann man einfach wunderbar marschieren. Ja? Und das liegt in unserer Tradition. Herrlich, oder? Ja, ich finde auch. Man kann schon wieder so ein richtig schönes patriotisches Wonnegefühl in sich aufsteigen lassen, wenn man nur dran denkt. Sie sagen aber auch, habe ich im Interview gelesen, die Leute in Süddeutschland mit einer ausgewiesenen Blasmusiktradition, die haben es gut, weil die jungen Menschen an Posaune, Trompete und sowas herangeführt werden. Das meinen Sie auch ernst? Ja, natürlich, das meine ich ernst. Also die Tradition, auch in England zum Beispiel, gibt es eine große Blasmusiktradition und bei uns ist das regional unterschiedlich. Wie es in Berlin ist, ich glaube, nicht so wahnsinnig weit ausgeprägt, denn wir aber im Süden, die Musikvereine, wie man da unten sagt, da ist Trompete spielen oder zum Beispiel Althorn spielen oder sowas, das ist wunderbar. Also das lernt fast jedes Kind und da kommen auch viele, viele gute Trompeter her.